herzlich willkommen bei Holly Sportgaschemme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht nach dem Sieg in Wolfsburg einen glücklichen Holly. Ich bin unheimlich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben mit 3:2. Es hätte natürlich durchaus auch anders ausgehen können. In der Nachbetrachtung des Spiels muss man das ganz ehrlich sagen. Die Wolfsburger hatten auch noch die ein oder andere Chance, obwohl wir hatten natürlich auch unsere Chancen. Und endlich hatten wir mal das nötige Spielglück, was einfach dazugehört, was uns gegen Augsburg oder in dem ein oder anderen Spiel gefehlt hat. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir nach dem 16. Spieltag 22 Punkte haben. Zwar mit einem negativen Torverhältnis minus 1, aber das bedingt durch die Spritze in Hoffenheim. Ja, also nochmal ganz kurz auf das Spiel zurückzukommen. Wir haben wirklich arrangiert gespielt und die Mannschaft hat zweimal einen Rückstand wettgemacht. Also das zeugt schon, dass die Mannschaft die nötige Mentalität hat. Es wurde nicht darum geungt und gestöhnt, sondern es wurde weitergespielt, so wie der Trainer das möchte. Und am Ende sind wir endlich auch mal richtig belohnt worden. Ja. Zweimal hat der Toni wieder getroffen. Wer hätte das gedacht, nach dem 16. Spieltag, dass der da schon 10 Tore gemacht hätte. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, auch wenn ich es gehofft habe, dass er wiederkommt. Aber ich hätte mal geschätzt, der macht 5-6 Stück. Aber siehe da, er hat schon 10 Stück gemacht. Er ist eben richtig vorne drin, gut aufgehoben. Und wenn es brennt, ist er da. Und ja, der Toni macht uns wieder alle glücklich. Bevor wir dann zum Sonntagsspiel kommen gegen den VfB Stuttgart, möchte ich euch erstmal meine Bundesliga-Tipps bekannt geben. Und zwar, die Bayern erwarten in wenigen Zeiten die Wölfe aus Wolfsburg. Ja, ist eben halt Lewandowskis Lieblingsgegner, die Wolfsburger. Und deswegen tippe ich auch ein knallhartes 6:1 für den FC Bayern. Leipzig erwartet Bielefeld. Ich denke mal, Bielefelder haben da nichts zu holen. Und die Leipziger werden mit dem Trainer Tedesco das Spiel auf 5:2 gewinnen. Dann haben wir das Derby Frankfurt gegen Mainz. Die Frankfurter nach Rückstand noch in Gladbach souverän gewonnen mit Unterzahl. Aber gegen Mainz, die wirklich eine Bombenrunde bisher spielen, eigentlich die Überraschung bisher mit dem FC, holen da einen Punkt und ich tippe ein 2:2. Hoffenheim erwartet Borussia Mönchengladbach. Ja, wenn man alles gebrauchen kann als Fußballer oder als Mannschaft, das ist, was man nicht gebrauchen kann, ist Mitleid. Aber langsam führt es dahin, dass man ein bisschen Mitleid hat. Also die Gladbacher sind nun arg gebeutelt. Also hinten ist die Hütte offen ohne Ende und kassieren Tore wie gegen Frankfurt. Also eigentlich grauenhaft. Irgendwann wird die Wende kommen, denn die Mannschaft ist normalerweise vom Potenzial her nicht so schlecht besetzt, da wo sie jetzt steht. Und Hoffenheim ist auch immer so eine Sache, wo du nie drin steckst. Deswegen tippe ich mal einen Auswärtssieg für die Borussia mit 2:1 gewinnen die in Hoffenheim. Bochum erwartet Union Berlin. Ja, die Unioner nach der Niederlage auch in Fürth. Aber sie werden Punkt holen im Ruhrstadion. Deswegen tippe ich ein 1:1 an der Kastrower Straße. Fürth erwartet Augsburg. Ja. Die Fürther haben sich eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen in Dortmund, obwohl sie 3:0 verloren haben, war es doch nicht gar so deutlich, wie es den Anschein hatte. Klar hatten die Dortmunder Ballbesitz ohne Ende, aber die Tore fielen ja auch ziemlich zum Schluss, das ist so, dass es Borussia zu Ende spielen konnten. Aber es ist vielleicht auch ein Wunschdenken, ich traue den Fürthern mal 2:1 gegen Augsburg zu. Die Mannschaft wird natürlich auch alles raushauen. Jeder weiß, es ist der letzte Spieltag. Da kommt ein kleines Päuschen, da kann man sich erholen. So, und dann Samstagabend Hertha gegen den BVB. Ja, die Hertha wird dem BVB mit 1:3 unterliegen. Die Hertha wird wohl, ja, ganz unten im Keller landen oder ziemlich weit unten. Und ich denke mal, dass Freddy Bobic noch so ein paar Millionen in die Hand nehmen wird in der Winterpause und wird den Kader umgestalten bzw. aufrüsten, denn was die da im Moment abliefern, ist auch nicht gerade allererste Sahne. Freiburg erwartet die Pillen aus Leverkusen. Leverkusener sind im Moment gut drauf, waren klasse Spiel in Hoffenheim. Nach dem 2:2 hätte auch 4:4 ausgehen können. Und die Freiburger, ja, ich denke mal, Freiburg verliert und bekommt wieder eine Heimerniederlage mit 2:3. Ja, und dann kommen wir zu dem Spiel Köln gegen den VfB Stuttgart.
Stuttgart. Ich hatte es ja in dem Video vorher schon gesagt. Also die Mannschaft macht riesen Freude, es macht richtig Spaß, man wird richtig angesteckt, sie spielt arrangiert. Und das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt, das ist eben halt dann die Rückwärtsbewegung. Die zwei Tore, die wir da in Wolfsburg gefangen haben, die hätten wir uns auch sparen können. Ne? Bei dem ersten laufen wir da in Konter und sowas dürfte auswärts schon gar nicht passieren. Luis Schaub, der ein richtig starkes Spiel gemacht hat, löffelt den Ball da in 16er und wir sind dann zu langsam. Oder die Wolfsburger waren ja unheimlich schnell und spielen den Konter aus und machen das 1:0, wo der Schwebe da nichts zu halten hatte. Und das 2:1 resultiert auch mehr oder weniger aus dem Konter, wobei ich dann sagen muss, da muss der Hübers eben halt die gelbe Karte ziehen, der muss er faulen, dann kommt das gar nicht so weit. Und das ist eben halt das Mango. Ist mir klar, dass man offensiv spielen will, dass man vorne pressen will, dass dann hinten Lücken entstehen. Aber das muss dann auch innerhalb der Mannschaft besser geregelt werden. Da muss der Psychos oder Hübers oder je nachdem, wer da hinten dran steht, oder auch der Schwebe mal einen Ball machen und muss sagen, Freunde, so geht's nicht hier. Wir sind hier in Unterzahl. Also du musst schon die nötige Absicherung haben, auch wenn das nicht immer klappt. Aber so dumme Gegentore dürfe ich mir einfach nicht einfangen. Also das ist immer sehr ärgerlich und das kostet ja auch Kraft. Und jedes Mal wird es nicht klappen, dass du einen Rückstand irgendwie egalisierst. So, und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal ganz locker, leicht, sage ich ein 2:0 für den FC Köln voraus. Obwohl der VfB Stuttgart ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sein kann. Er hat natürlich auch viele Verletzte, ja, wie Clement, Massimo, Sosa, Tommy, Kalajdzic. Und das ist eben halt eine gefährliche Angelegenheit. Wir dürfen die Mannschaft nicht unterschätzen. Meistens haben wir gegen Stuttgart zu Hause schlecht ausgesehen. Und auswärts in Stuttgart haben wir wesentlich besser ausgesehen, wie das Pokalspiel auch war, wo wir 2:0 gewonnen haben. Ist natürlich, die Stuttgarter haben gefährliche Leute drin. Ja. Marmoush, Führig wird spielen, der Ex-Kölner, Endo, Koulibaly, Förster, eventuell die Davi. Also es ist keine schlechte Mannschaft, die natürlich im Moment auch unter den Verletzten leiden muss. Denn da fallen wahnsinnig gute und wichtige Leute aus. Und deswegen wollen wir hoffen, dass wir das nochmal ausnutzen können und können den VfB Stuttgart zu Hause an Neckar wieder schicken mit einer 2:0 Niederlage. Freunde, ich kann es ja gar nicht glauben, wenn das wirklich so eintrifft, haben wir 25 Punkte. Hätte keine Menschenseele gedacht, nach der Vorrunde 25 Punkte. Jetzt wollen wir natürlich auch nicht immer gleich zu euphorisch sein und wollen gucken, man macht es mal heimlich, ganz ehrlich gesagt. Klar, guckst du, wie viele Punkte hat der Fünfte oder so. Aber mein Blick geht auch immer noch nach unten, wo eben halt Fürth abgeschlagen ist, auch wenn sie am Wochenende gewinnen werden. Und Bielefeld mit 13 Punkten, die dann eben halt in Leipzig auch nichts zu bestellen haben. Und wenn mein Wunsch in Erfüllung geht, wir haben 25 Punkte, dann hätten wir 8 Punkte auf Bielefeld. Und Augsburg, die verlieren ja bekanntlich hoffentlich auch. Der Blick, wie gesagt, geht dann eben teilweise immer noch nach unten, weil ja, du bist eben halt Köln-Fan, das ist eben halt so. Ne? Und die Tabelle zeigt ja auch ganz klar, holst du in 3, 4 Spielen was, bist du im Mittelfeld oder oben dran, verlierst du 2 oder 3, bist du unten im Keller. Das geht einfach ziemlich schnell, weil alles ziemlich ausgeglichen ist, bis auf so 2, 3 Ausnahmemannschaften, die eben halt Bayern, Dortmund, vielleicht die Pillen und unten eben halt Fürth und Bielefeld, die doch schon teilweise etwas abgeschlagen sind. Aber wie gesagt, man soll die Fälle nicht vorher verteilen, bevor man Bär erlegt hat. Das ist eben halt so. Dann wollen wir hoffen, dass das am Sonntagabend um 17.30 Uhr klappt, Freunde. Das wäre sehr schön. Und wenn es auch in Anführungsstrichen nun unentschieden geben würde, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Gegen Stuttgart ist fast eine ausgeglichene Bilanz. Wir haben bisher 100 Spiele bestritten gegen den VfB Stuttgart. Davon haben wir 40 gewonnen, 35 verloren und 25 unentschieden. Mit einer negativen Torbilanz von 160 zu 163. Und das werden wir dann Sonntag erstmal eliminieren, dass wir das Ding da gewinnen mit 2:0. Dann sind wir alle glücklich und dann können wir ein schönes Weihnachtsfest feiern, so wie sich das gehört.
Ja, Freunde, das war's. Dann melde ich mich mal spätestens nächste Woche wieder. Dann wünsche ich euch einen angenehmen, schönen 4. Advent. Bleibt gesund und vor dem Weihnachtsfest hören wir uns bestimmt nochmal. Also bis die Tage. Tschüss, euer Holli. Ja, jetzt habe ich natürlich vergessen, spekuliert wird über die Aufstellung. Lubisic wird noch ausfallen und auch genauso gut wie Elvis Skiri. Und ja, was wird Baumgart machen? Ich denke mal, er bleibt bei der Doppelspitze mit Modest und Andersen. Die Frage ist jetzt hinten, wie gestaltet er die Viererkette? Eins muss man ganz klar sagen, Jannis Horn hat keinen schlechten Eindruck gemacht auf der linken Seite in der zweiten Halbzeit, nachdem Jonas Hector dann ins Mittelfeld gegangen ist. Und wir profitieren natürlich davon, Jonas Hector im Mittelfeld zu haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit Jannis Horn von Anfang an, ob Baumgart ihm das zutraut. Özcan ist auch etwas angeschlagen und dann kommt es natürlich darauf an, was macht er mit Ut oder Duda. Also das sind lauter Spekulationen, wo man nicht weiß, was wird er machen, aber wir werden spätestens Sonntagabend erfahren. Auch Luis Schaub, der ja schon seit längerem eine Chance verdient hat, von Anfang an zu spielen, hat ein starkes Spiel gemacht. Und ich sehe jetzt im Moment keinen Grund, ihn dann irgendwo wieder auf die Bank zu setzen. Also müssen wir uns überraschen lassen, zwecks der Aufstellung. Es kann ja auch noch einiges passieren. Samstag und Sonntag ist ja bestimmt nochmal ein Training. Und dann werden wir sehen, wie Steffen Baumgart die Aufstellung gestaltet. Vielleicht lassen wir uns überraschen. Auch an der Stelle nochmal ein Lob an Schindler, der nicht nur aufgrund dessen, dass er die zwei Tore vorbereitet hat, einen guten Eindruck gemacht hat. Und das ist im Moment auch die FC-Stärke, dass du Leute auf der Bank hast, 12, 13, 14 oder 15 oder 16, wie Thielmann oder am Mittwoch Ut, dass du die Leute bringen kannst, ohne dass du Angst haben musst, es wird sowieso nicht besser. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl und der Trainer vertraut den Leuten auch und die Leute merken das dann natürlich auch und zahlen das mit Leistung zurück. Also, Freunde, bleibt uns nur eins. Lassen wir uns überraschen, wie wir gegen den VfB Stuttgart auflaufen. Tschüss.